Das Tränenlaufen kann verschiedene Ursachen haben. Wenn das Tränenlaufen ständig ist, dann ist eine mögliche Ursache ein Verschluss des Tränensacks Richtung Nase. Die Tränenflüssigkeit wird produziert im Bereich der Tränendrüse, die ist hier rechts oben in der Augenhöhle, rechts oberhalb des Auges, und die Flüssigkeit fließt auf das Auge, fließt ab hier innen in die Tränenpünktchen, in den Tränenkanal und dann in den Tränensack, der etwa hier in der Region liegt, und da fließt die Flüssigkeit dann Richtung Nase ab. So kommt es, wenn jemand weint, dann eben auch Schnupfen bekommt, weil die Flüssigkeit eben dann massenhaft in die Nase abfließt. Was machen wir, wenn jetzt ein Verschluss in dem Bereich vorliegt? Da hilft nichts, es muss operiert werden. Es gibt die Möglichkeit, ohne Hautschnitt, mit Sondierung oder Laserung, da dann die Öffnung zur Nase hin relativ klein ist, ist die Gefahr des erneuten Verschlusses auf jeden Fall höher als bei der offenen Variante, wo ein Hautschnitt durchgeführt wird. Und Sie sehen in dem eingeblendeten Video die Variante mit dem Hautschnitt. Der Hautschnitt ist etwa 2 cm lang, eben genau in dem Bereich, wo eben der Tränensack lokalisiert ist. Und dann wird dieser bei der Operation dann freigelegt, der Tränensack. Hier wird dann frei präpariert und der Tränensack wird dann eröffnet. Sie sehen auch, dass da weißliche Flüssigkeit jetzt rausfließt aus dem eröffneten Tränensack. Das ist das ganze Sekret, was sich eben gestaut hat, weil es eben nicht in die Nase abfließen konnte. Und dann wird der Knochen eröffnet Richtung Nase. Und das geschieht eben mit so Knochenzangen und die Öffnung ist etwa 8 bis 10 mm groß und dann wird die Nasenschleimhaut eröffnet mit einem Elektromesser, damit es eben nicht stark blutet, und es wird ein Lappen präpariert, der dann mit der Tränensack-Schleimhaut verbunden wird. Das kommt gleich noch. Und zuerst muss eine Sondierung erfolgen von den Tränenkanälchen. Dann folgt die Einlage eines Silikonschläuchchens. Und dieses Silikonschläuchchens wird praktisch gelegt entlang des gesamten Tränenwegs bis zur Nase hin und bleibt dann eben 4 Monate etwa liegen, um dann erneute Vernarbungen und erneuten Tränenwegsverschluss entgegenzuwirken. Wenn dieses Schläuchchen gelegt ist, dann können wir eine Tamponade einführen, um dann eben Blutung nach der Operation erstmal zu vermeiden. Und danach kann die Verbindung hergestellt werden zwischen dem Nasenschleimhaut vom Tränensack, und darüber wird dann eben die Wunde wieder verschlossen mit feinen Nähten, die nach 10-14 Tagen entfernt werden. Und es erfolgt eine Nachbehandlung mit antibiotischer Salbe über 5 Tage und noch mit Augentropfen, die auch abschwellend dann einwirken auf die Schleimhaut. Und das Ganze geht etwa noch eine Woche. Und dann kann nach etwa 4 Monaten das Schläuchchen gezogen werden. Dazu ist keine erneute Operation erforderlich, sondern es werden einfach Betäubungstropfen ins Auge appliziert und danach das Schläuchchen einfach über den Tränenpunkt, den oberen, herausgezogen und so entfernt. Also ist nur ein ambulanter Besuch dann noch beim Augenarzt erforderlich. Und wenn alles gut geht, laufen die Tränen wieder völlig normal und das Sehen ist wieder gut gewährleistet.